Die Heilfläschchen hier, die kann man sich theoretisch auch sparen. Funktionieren nur in den Instanzen des Typs hier. Sollte jetzt nicht auch eine Quest abgeschlossen sein? Oder muss das Ding wirklich jeder anklicken? Ja, das Schlimme ist, dieser Gegenstand wird gerade benutzt, wenn alle gleichzeitig draufklicken und diese lange... So, jetzt bin ich dran. So, 69. Jetzt könnten wir uns gleich unseren Backfisch ranholen. Bis der kommt, werden wir auf jeden Fall dann noch weiter hier in Schergrad die Quests machen. Aber wir könnten jetzt theoretisch die Scherbenwelt verlassen, offiziell. In eurem Leben, oder? Ja, immer looten. Ja, die Alte, die konnte auf Hero auch sehr viel. Das war sowieso, das war eine sehr schwere Instanz damals. Und ich habe irgendwie Aggro. Und das stört mich jetzt weniger. Da schlürfen wir an so eine Heilflasche. Hier kommen jetzt jede Menge kleine Gruppen. Wo ist eigentlich mein Kätzchen? Das habe ich heute noch gar nicht gesehen. Immer noch hier drunter? Nö. Keine Ahnung, wo die ist. Die werde ich nach der Instanz mal suchen gehen. Ganz kurz dann eine Pause machen. Und ihr kennt das ja auch nicht, dass ich jetzt wirklich so lange aufnehme. Noch ein Arcana verlernt. Wir haben einen strengen Zeitplan einzuhalten. Ihr werdet mich dabei stören. Ja! So, damit sind wir hier auch durch.
Ja, gut 20% vom Level wieder. Was ist in der Kiste drin? Ein Ring. Naja. So, jetzt können wir uns nicht mehr für Burning Crusade Instanzen anmelden. Ach, da hinten drin ist sie. Ich habe sie gesehen. Die Zeit ist jetzt vorbei, obwohl wir noch nicht Level 70 sind. 80. Nee, 70. 70 ist richtig. So, jetzt machen wir erstmal noch die Quest hier unten fertig. Zumindest die eine hier mit den tötet 10 davon. In der Zwischenzeit kann ich ja mal gucken, ob ich den Backfisch erreiche. Erst verwandeln. Wollen wir denn das Verwandel-Item jetzt? Jetzt habe ich die ganzen Quests hier schon ausgeblendet. So. Jetzt konzentrieren wir uns auch mal eher auf die Eier. Nee, Quatsch. Das hier. Muss ich denn die 4 machen nach dort hinten? Ja, die Protodrachen sind schon recht zähe Burschen. Oh, die langen Castzeiten bei den Items hier noch. Das war wirklich immer schlimm. Jetzt überleg mal, die Leute hatten damals kein Level equipped, so wie ich an. Die waren stat-technisch wesentlich schlechter ausgestattet. Und mussten dann erstmal so eine lange Cast-Zeit überleben, um dann den Gegner anzugreifen. So, Netherdrachen haben wir jetzt fertig. Was noch ranfällt, heranwachsende Netherdrachen fehlt noch. Ganz. Und die... Ah, da haben wir ja einen heranwachsenden. Und was... Habe ich nicht getroffen gerade? Und die heranwachsenden, nee, die heranwachsenden und die, wie heißt der, Proto-Netherdrachen. Was sind bitte Proto-Netherdrachen? Das sind die ohne Flügel. Ach ja, erst befreien. Erst das Ei ausbrüten. Dann auf das Ei draufkasten und dann stellen wir fest, es ist, ein Proto-Netherdrache. So, ich sollte mich jetzt mal heilen. So. Ein Heranwachsender, das ist auch schön. Und jetzt heißt es dann den letzten Heranwachsenden finden. So. Ich glaube, das Ei hier drüben wird uns Glück bringen. Transformieren. Daumen drücken. Nein. Er kann gerade nicht. Na, da machen wir hier so lange weiter. Vielleicht kommen wir ja doch noch auf Level... Dingens. Wir könnten uns gleich ja mal für eine... Instanz anmelden. Da machen wir schon mal eine Lichtking-Instanz.
Ups. Oh, oh, scheiße. Jetzt habe ich beide gepult. Wieso kann ich... Scheiße. Also zwei Netherdrachen sind schon hart. Aber das habe ich auch nicht am Anfang nicht gemerkt, dass ich was Falsches im Target hatte. Ein niederer Netherdrache. Puh. Aber erstmal machen wir jetzt den Heranwachsenden. Oh. Aber anstatt uns dann die Kleinen zu geben, die Proto-Netherdrachen, nein, wir kriegen gleich den ganz Großen. So. Noch ein Ei. Das ist jetzt richtig so Überraschungseier öffnen. Irgendwie. Irgendwie will uns das Spiel gerade verarschen. Und zwar richtig. Naja. Ah, endlich. So. Machen wir erstmal noch ein paar andere Quests. Drei Blitzschläge absorbieren. Ach, das war, glaube ich. Irgendwelche Schlangen waren das. Ja, die Dinger da. Jetzt erinnere ich mich wieder. Eins. Zwei. Ah ne, falsche Taste. Das ist auch so richtig nervig. Drei. Ach ne, vier sind wir schon. Uah. Ja, jetzt können wir hier eine ganze Zeit lang rumstehen und abwarten. Ab und zu mal gegenheilen und einfach abwarten. Wenn wir so auf 12 sind, werden wir den töten. Wir müssen ja noch zwei weitere Dörfer von platt machen.